Auf den DLG-Feldtagen präsentieren Hersteller und Forschungsinstitute neue Entwicklungen aus der Landwirtschaft. Immer präsent, der Weizen. Weizen blickt auf eine komplexe Geschichte aus Kreuzungen und Selektion zurück. In den letzten 70 Jahren hat sich die Landwirtschaft drastisch verändert. Das spiegelt sich auch in den Zielen der Pflanzenzüchtung wider. Besonders Resistenzen, also die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegenüber Krankheiten und Schädlingen, haben an Bedeutung gewonnen. Das beobachtet auch Stefan Lüttke-Entrup am Stand von Z-Saatgut. Bei den Resistenzmerkmalen ist eher was dazugekommen in den letzten Jahren. A, weil die Weizenanbaufläche sich vergrößert hat und dadurch sind auch bestimmte Krankheiten stärker geworden. B, haben sich bei den Landwirten die Fruchtfolgen verändert. Heute haben wir den Weizen relativ als Hauptkulturart. Das heißt, er steht in einer Anbaufolge, in einer Fruchtfolge von 2 oder 3 Jahren, dann müssen die Sorten eben viel mehr Resistenz mitbringen, weil sie eben viel stärker in dem Bereich gefordert sind. Resistenzen gegen Krankheiten sind ein zentrales Züchtungsziel. Seit einiger Zeit bereitet die Erkrankung durch Fusarium den Züchterinnen und Züchtern Kopfschmerzen. Diese Pilzerkrankung befällt Weizen und auch Mais. Werden Weizen und Mais in aufeinanderfolgenden Jahren angebaut, können Pilzsporen im Feld verbleiben und frisch angepflanzten Weizen befallen. Ein fusariumresistenter Weizen könnte diese Abfolge durchbrechen. Das ist ein wesentliches Ziel, da arbeitet die Züchtung seit 15 Jahren dran. Hat jetzt auch wohl offensichtlich den Durchbruch in der Weise erreicht, dass sie eben diese negative Abhängigkeit zwischen Ertrag und Fusariumresistenz mittlerweile überwunden hat. Neben Pilzerkrankungen bedrohen auch Insekten die Ernte. Früher wurden Insektizide ausgiebig eingesetzt. Im Rahmen einer ökologisch vertretbaren Landwirtschaft fallen diese aber weg. Und um dies langfristig aufzufangen, wäre natürlich die intelligenteste Lösung, insektenresistente Getreidearten oder Pflanzen zu haben. Ein weiteres Züchtungsziel ist die Resistenz gegen Schädlinge wie Insekten. Die Entwicklung dieser Resistenzen ist aber alles andere als einfach. Wie reagiert das Insekt? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass die Pflanze sich zum Beispiel durch Behaarung auf der Oberfläche selbst dagegen wehren kann? Neben biologischen Faktoren erhöht auch der Klimawandel den Druck auf die Pflanzenzüchtung. Ein weiteres wichtiges Züchtungsziel ist die Widerstandsfähigkeit von Weizen gegenüber einem veränderten Klima. Das Problem, was eigentlich jeder kennt, dass unsere Niederschlagsverteilung sehr unterschiedlich ist. Wir haben im Winter oft zu viel Niederschlag, im Herbst zu viel Niederschlag, da kann die Pflanze es nicht gebrauchen. Und da hoffen wir natürlich, dass wir langfristig Sorten entwickeln, die solche Zeiträume der Frühjahrstrockenheit besser überwinden. Also das heißt, dass sie mit wenig Wasser eben dann trotzdem sichere Erträge bilden können. Das ist ein wesentliches Zuchtziel. Diese 3 Ziele sind nur einige Beispiele für moderne Züchtungsziele. Weitere Ziele können ein hoher Ertrag oder besondere Backeigenschaften sein. Egal ob Pilzerkrankung, Insektenbefall oder Klimawandel. Weizen ist ständig Stressfaktoren aus der Umwelt ausgesetzt. Die Pflanzenzüchtung gemeinsam mit der Pflanzenforschung arbeitet stetig daran, diese Faktoren zu entschärfen. Nur so können wir Weizen auch in Zukunft ausgiebig anbauen.